Ja, hallo, heute sind wir bei HP Crazy, einer der besten E-Gitarristen. Der wohnt in Zürich und ist YouTuber. Und Hans-Peter, erzähl mir doch mal, wie lange machst du Musik, wie bist du dazu gekommen und was hat es auf sich mit dem YouTuber? Jo, also ich mache schon eigentlich immer Musik, das war schon immer meine Leidenschaft, vielleicht meine Bestimmung. Und das hat sich so ergeben mit den modernen Medien, dass man präsentiert sich im Internet, auf YouTube und je nachdem hat man eine Community und meine Community wächst von Tag zu Tag. Gut, und heute habe ich was vor mit dir oder wir haben uns was ausgedacht. Der Andreas hat sich was ausgedacht und ich freue mich drauf. Ist eine Überraschung für euch. Ja, dann viel Spaß. Bis gleich. Hans-Peter, heute wollen wir Wein musikalisch interpretieren. Und dazu habe ich einen sehr leckeren Chardonnay aus Italien mitgebracht. Er gilt als einer der besten Weißweine Italiens. Er kommt von einem Winzer in der Nähe von Bozen, heißt St. Valentin. Und er hat eine wunderschöne strohgelbe Farbe mit grünen Reflexen. Und sein Aroma ist das nach reifen Obst und vor allen Dingen auch sehr, sehr schönen Vanillenoten. Und wir haben uns heute vorgenommen, dass du diesen Wein musikalisch interpretieren wirst. Ja, ich habe es vorhin schnell probiert, habe einen emotionalen Eindruck von diesem Wein bekommen und jetzt spiele ich das, wie ich das empfinde. Gefällt mir sehr gut. Ich denke, das Aroma und der Geschmack von dem Wein ist mit der Musik wirklich sehr, sehr gut getroffen. Vielen Dank, Hans-Peter. Hans-Peter, nachdem du jetzt den Chardonnay aus Italien musikalisch interpretiert hattest, sehr schön mit seinen feinen Vanillenoten auf der Gitarre wiedergegeben, wollen wir jetzt einen Rotwein aus Spanien musikalisch interpretieren, den Hacienda Monasterio, der eine violette, fast schwarze und dichte Farbe hat und ein ganz intensives Aroma mit vollem Körper, aber sehr schön ausbalanciert, konzentrierter Wein mit Tiefe und recht ausgeprägten Gewürznoten. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie du diesen Rotwein musikalisch interpretieren wirst. Ja, ich habe sofort einen Eindruck bekommen von diesem Wein und ich hoffe, ich treffe meine Noten genau wie die Farbe des Weines. Ich freue mich drauf. Fantastisch, ich kann in deiner Musik das Aroma, das volle Aroma, den vollen Körper und auch den Temperament sehr, sehr gut in deiner Musik wiedererkennen. Was meinst du? Ja, freue mich, dass es so uns angekommen ist. Das ist ja nur eine persönliche Interpretation, aber ich wollte die Leidenschaft des Weines in die Musik bringen. Ich glaube, das ist dir sehr gut gelungen und ich freue mich auf weitere Weininterpretationen, musikalische Weininterpretationen mit dir. Danke, Hans-Peter.